Wir haben das 30 Hey, klar, wir haben das 360-Grad-Paket gemacht. cm Teil. Hier sind die ganzen Häuser, da müsste ich eigentlich mal reinlaufen, aber ich bin jetzt gleich bei der Tankstelle. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, durch Elektro an Elektro zu kommen. Ich war noch nie in Elektro und bin daher wieder rausgekommen. Noch nie. Na, da bumsen sie sich immer. Ich laufe jetzt gerade ins Haus rein, vielleicht finde ich da was Schönes für uns. Also ich bin jetzt an der Tankstelle gleich. Oh, diese Knicklichter regen mich ja so hart auf. Diese Flair-Dinger da. Hm. Bin schon wieder hungrig, ey. Nee, Das ist ja, krass. das sind ja diese Dinger, du knickst die und danach machen die Licht. Aber wofür baut man sowas in das Spiel ein? Für nachts, dass du das siehst. Ja, nein. Ich spiele ja nachts nicht, also. Ja, wir nicht, aber andere vielleicht. Nein, es gibt niemanden, der nachts spielt. Okay. Ja, so, er haut einfach raus. Eine wahre Mannestat. 11 FPS. Ah, wieder 23. 8. Wieder 23, 16. Ich bin jetzt an der Tankstelle. Ich guck mal hier so rein. Wuhu. Und es gibt nichts. Okay. Ich habe eine P1-Pistole gefunden. Oh Gott, das ist für mich so schlecht, wenn ich Cola trinke. Aber es muss mal sein. Ich habe heute auch Schokodonuts gegessen. Ich habe heute total gesündigt, ey. Du Darf. Sündiger. Ah, ja, eigentlich darf ich es nicht. Ich mache das nur am Wochenende. Also. Das heißt, Samstag oder Sonntag verzichte ich dann drauf. Dann passt das wieder. So, warte mal. Okay. Ich versuche jetzt mal nicht zu sterben. Ich bin jetzt in diesem kleinen Dörfchen vor irgendeiner Stadt. Aber auf der richtigen Seite. Warte mal. So. Noch eine 1911er-Pistole gefunden. Weißt du, was richtig geil ist? Ich war ja letztes Jahr, im Oktober war ich ja, wo waren wir denn da? In der Ukraine, nicht in der Ukraine, ja klar, wir waren, in Tschechien waren wir gewesen, genau. Und wir sind ja über Deutschland logischerweise rausgefahren und ab der Grenze zwischen Deutschland nach Tschechien, da hat es wie ein Schlag getan, da sah es aus wie bei DayZ. Ja. Ohne Scheiß, ich hab gedacht, boah, da können wir so, ich hab Leck gehabt. Da können wir so geil Videos machen, ey. Weil ich will ja noch für den Dominik so ein HSK-Video machen über DayZ. Das hätten wir da wunderbar machen können, Alter. Auch so richtig abgewichste. Oh shit. Richtig abgewichste Häuser. Das hätte wunderbar gepasst. Zombie kommt. Ah, er ist draußen. Soll ich ihn ignorieren? Und wie gesagt, da waren die Häuser so richtig abgefuckt wie hier bei DayZ. Es war so geil. Voll im Ostblock-Style. Ich meine, wo waren wir denn da? Wie heißt denn die Hauptstadt da nochmal? Prag, genau. Wir waren in Prag gewesen. Sau geile Stadt. Ich kämpfe hier gerade mit einem Zombie, weißt Ja, ich auch. Genau da, wo du es gesagt hast, hat der Fight begonnen. Aber ich habe ja jetzt diesen Hammer. du? Dann brauchst du pro Zombie nur 2 Hits, egal wohin. Vorschlag kann man haben. Ja. Ich Also. klatsche den die ganze Zeit mit der Schaufel. Sorry. Ich finde das gerade so witzig, Klatsch. Erzähl weiter. Es gibt nichts weiteres. Das war's. Ich höre jetzt auch auf mit dem Let's Play für immer. Normal, ne? Digga. Dagger! Dagger! Aber wie Dagger! gesagt, Ungarn. Ach, Ungarn sage ich schon. Du solltest dir Prag mal anschauen. Das ist echt schön. Klar. Problem ist halt, Mit meinem 500 Euro im Monat kann ich das machen. Nein, mit deinen Eltern. Problem in der ganzen Sollte. Scheiße ist halt, das sind ziemlich viele Touristen. Naja, ich sollte. Also, meine Schwester war schon in Prag, aber ich sollte vielleicht die Frage, ob wir das mal machen, auf, naja, einen anderen Tag verlegen. Okay. Ja, gut, wegen der Mutter halt, ne? Ja, Die ist jetzt ein wäre bisschen gerade säuerlich. leicht säuerlich angetatscht. Alter, stirbt der jetzt mal langsam, du Wichser? Alter, wie viele Der. Schläge hält denn der aus mit der Schippe? Wieso will der das Sewing Kit nicht in meinem Backpack tun? Ach so. Ah, es taucht jetzt einfach so aus dem Nichts auf. Hier stirbt nicht, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Ja, er trifft mich aus. Jetzt ist er umgefallen. Er trifft mich aus 3000 Meter Entfernung. Normal. Hä? Muss das nicht so sein? Das ist so Ober 9000 Skill-Zombie oder was? Ja. Der Laber. So, ich klopfe jetzt mal in dieses Haus da Das ist hinten. auch der Grund, warum Kollegen das von mir nicht mehr spielen.
Weil die meinten, die Zombies sind einfach nur overpowered. Ja, das, ganz am Anfang waren sie so einfach zu töten, das hat richtig Spaß gemacht, aber jetzt sind die so übel drauf. Ich hätte lieber wieder die einfachen Zombies vom Anfang, aber dafür die in Massen. Ja, das passt. So, keine Ahnung, dass in einer Stadt wirklich 60 Zombies sind. Ja, yeah, das wäre geil, so ein richtiges Massaker, weißt du? Wenn du so zum Beispiel in eine Straße reingehst und da einfach so 15 Zombies oder so stehen. Die Horde. Brains. Menschenfleisch. Ah, der Supermarkt ist, glaube ich, noch nicht gelootet. Hier liegt noch schönes Essen rum. Ja, ich mitnehmen. Ich gucke jetzt hier noch mal ein bisschen, bevor ich weiterlaufe, aber das sieht irgendwie schlecht aus. Speicher. Entschuldigung. Ja, mach du mal. Sag mal, spielst du auch World of Tanks? Nee, du? Ja, ganz explizit sogar. Das sucht dich regelmäßig. Da müsstest du dich auch mal mitmachen, Digga. Bah, Alter, das Spiel ist widerlich. Ja, es ist halt Russenscheiße, aber es macht Spaß. Obwohl, auf der einen Seite muss man sagen, bist du kein Russe, gewinnst du eigentlich auch nicht. Weil die Wieso? haben, naja, das ist, das fängt schon mal damit an, mit der Russen. Also, wenn du bist jetzt in Russland zum Beispiel, irgendein russischer Staatsbürger, freust dich in Keks, fängst mit World of Tanks an, und weil du eine Russen-IP hast, kriegst du schon mal 50% mehr XP und, du wirst bevorteilt. Also, hast Vorzüge. Wie wir zum Beispiel aus der EU, wir haben nichts. Weil diese 50% extra kriegst du auch ohne Premium-Konto. Und bei uns musst du halt Premium-Konto dazu kaufen. Um richtig abzusahnen, sag ich mal. Und die Russen kriegen es einfach so in den Arsch geschoben. Und die Russen haben auch eine merkwürdige Trollpanzerung. Egal was du machst, die machen bei dir immer mehr Schaden als du bei ihnen. Okay, das hört sich extrem kacke an. Ja, das Problem ist, das macht aber Spaß. Weil ich hab am Anfang so richtig mies schlecht gewesen. Ich habe jetzt knapp 3000 Gefechte, also ich habe mich schon ein bisschen hochgeschlafen, sag ich mal. Weil ich fahre jetzt vermehrt Premium-Panzer, also die richtig teuren Dinger. Und da kannst du wirklich was rausreißen. Das Problem ist, du hast bei dir die ganzen roten Tomaten und im Gegnerteam hast du die ganzen High-Leveler. Also die Unicorns, die absoluten High-End-Freaks, die ficken, fisten dich so richtig. In den letzten Wochen, lass mich lügen, ich habe ungefähr 50 Gefechte gemacht und davon 3 gewonnen. So, das Interessanteste ist, du fängst an, du führst mit 9 zu irgendwas und auf einmal geht's bam, 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 die platzen weg wie die Frösche. Du kannst nichts machen. Ich bin ja mit Medium Tank unterwegs, also ich bin ja ein Scout dann. Ich fahre ja mit dem T-34-3, das ist ja ein Medium, und Scout, ich scout immer so ein bisschen. Und ich kämpfe aus den hinteren Reihen halt. Ich snipere. Was du mit dem Panzer eigentlich gar nicht machen kannst, weil er extrem ungenau ist, weil Russe. Aber die Leute sind so dumm, die sind einfach so scheiße drecksdumm, weil sie nicht wissen, wie sie einen scheiß Panzer fahren sollen. Und hast du solche Freaks? So einer bin ich auch. Ja, ich meine, wenn du ein E100 hast, das ist Stufe 10, das höchste, was du haben kannst, und du fährst wie ein Anfänger, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass der hat sich einen Typen gekauft, der hat hochgelevelt einfach und der selbst weiß nicht, wie er Panzer zu fahren hat. Eigentlich macht es gar keinen Spaß. Jetzt kommt der World of Battleships. Das kommt jetzt demnächst. Das wiederum sieht wieder anders da aus. Also, im Prinzip ist dasselbe, aber es ist, scheint fairer verteilt zu sein, weil World of Tanks, da hast du jetzt die Seuche, weil die ganzen Wichskinder da mitmachen. Und richtig heftig ist es, wenn du dann die meiste Zeit in Ferien spielst. Das kannst du vergessen. Weil da nur Kinder online sind. Ja. Und sobald du Sima, Düff oder Polska liest im Chat, hast du schon verloren. In deinem Team, dann hast du schon verloren. Weil die können es nicht. Hey, das Haus ist ungelootet. Steck ein. Boah, ich bin gerade voll ausgekotzt bei World of Tanks, ey, weißt du. Ich spiele das jetzt seit 2012, habe jetzt knapp 3200 Gefechte, also ich bin noch ein Noob. Allerdings habe ich mich in den letzten 1200 Matchen ordentlich nach oben gearbeitet. Also wenn man sieht da Statistiken und da siehst du, wie die Average, also Average Damage nach oben zischt. Alles zischt nach oben bis auf die Siegesrate, die geht jetzt tief runter, ey. Okay, Boah. ich habe mich getäuscht, das Haus ist eigentlich scheiße. Das Haus war scheiße. Okay, warum? War nichts drin. Bist du schon wieder, Alter? Sag mal, wie oft sind wir hier in England oder was? Noch ein Medipack, ich nehme mal das Celine-Bag mit und die Bandage. Wie oft pisst denn das hier, Alter? Ja, ist doch England das Spiel. Nicht ganz. Das ist irgendwo Russia. Und ich habe einen Riesen-Backpack gefunden. Geile Scheiße. So, ich kämpfe mich jetzt mal weiter, ich stelle mich kurz mal ins Bushäuschen rein. Nicht so nass werde. Kommt ein Bus? Ich warte mal auf den Bus. Normal. Daisy, was sonst? Läuft, Digga, läuft.
bin jetzt nass. Aber man kann das Zeug da ausrichten.